Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich für euch so ein kleines XXL Haul, meiner Meinung nach, denn ich habe mir einiges im Internet bestellt, außerdem auch so bei H&M und so, Zirkus so ein bisschen was gefunden und ich dachte, ich zeige euch das heute mal und da mich immer viele fragen, ja, was ich gerne so trage und so und was ich letzte Zeit so bestellt habe und wo ich bestellt habe, um diese Fragen endlich mal zu beantworten, gibt es heute für euch ein Haul. Ich fange gleich mal mit diesen Handyhüllen an, zu einem dieser hier und zu einem dieser hier. Ich habe mir außerdem noch weitere Handyhüllen gekauft, aber die liegen leider bei meiner Mom zu Hause. Da liegen sie definitiv sehr gut. Aber ich finde es eigentlich geil, dass ich die zu Hause habe, weil das ist eher einer der geilsten, die ich habe. Und zwar sind die von AliExpress und zwar auch ziemlich günstig meiner Meinung nach. Und ja, so nice. Und weil wir schon bei AliExpress sind, mache ich gleich mit den ganzen Artikeln, Klamotten eben von AliExpress weiter. Und zu einem habe ich mir hier diesen weißen Hoodie hier gekauft. Ich wollte irgendwie mal wieder was Weißes, also einen weißen Pulli mit Kapuze eben. Und das Geile an diesem Pulli ist halt einfach, du kannst hier die Seiten so öffnen. Und ich finde halt das mega geil, wenn du jetzt zum Beispiel ein buntes Shirt drunter und hast, dann sieht man das hier halt noch so ein bisschen. Das finde ich nice. Der einzige Nachteil an diesem Pulli, finde ich halt, ist hier an den Ärmel dieser Reißverschluss, denn der geht halt ziemlich leicht auf und das stört halt, wenn das irgendwie, also mich stört halt das, wenn der dann plötzlich so offen ist. Aber so finde ich den wirklich mega sau nice und der hat, glaube ich, 20 Euro oder so gekostet. Also nice eigentlich. Dann habe ich mir hier dieses Shirt noch gekauft. Das finde ich auch mega nice. Ich finde den Stoff zwar ein bisschen sehr dünn. Ich hätte mir irgendwie einen anderen Stoff gewünscht. Aber ich finde halt das hier hinten so mega geil, dass das so weit nach unten geht. Und eben dieser Rohrverschluss ist halt auch so nice, denn da kann man das hier bis hier nach oben aufmachen. Und deshalb hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass das so ein dickerer Stoff ist, weil es ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, man sieht halt so ein bisschen durch und deshalb wäre es halt geil gewesen, wenn das halt wirklich ein dickerer Stoff gewesen wäre und man hätte darunter noch einen Tanktop angezogen oder so, was auch wieder bunt ist und dann hätte das halt wirklich saunice ausgesehen. Aber naja, das hat glaube ich nur 6 Euro oder so gekostet, eben auch von AliExpress, deshalb saunice. Dann wollte ich immer schon, ich habe zwar eine Ledercap, sogar zwei glaube ich, ja ich habe zwei, aber da ist immer vorne noch so ein Aufdruck drauf. Und deshalb habe ich mir hier auch von AliExpress diese hier geholt. Ist zwar jetzt, finde ich, mit dem Eckigen hier nicht ganz so nice, weil sieht man das auch nicht immer. Aber die hat auch, glaube ich, nur um die 10 Euro gekostet. Deshalb ein Must-Have für mich. So, und da ich ja mit Verena bald aufs Justin Bieber Konzert in München gehe, dann dachte ich mir, gut, um nicht aufzufallen, kaufst du dir ein Bieber-Shirt und ein Bieber-Hoodie. Und das hier wäre dieses Shirt hier. Ich finde es irgendwie nicht so nice. I don't know, weil das Ding ist halt, das Zeug kommt aus China, Japan, Asien, I don't know. Aber irgendwie da von unten irgendwo, ne? Jedenfalls fallen die Sachen ziemlich klein aus. Das hier ist eine XL und meiner Meinung nach ist das wie eine M oder so. Und deshalb finde ich das auch nicht ganz so nice, aber das hat die auch um die 10 Euro gekostet. 10 Euro? Ja, ich glaube schon. Und ja, deshalb werde ich das definitiv nie tragen und werde das bestimmt verkaufen. Hier ist ebenfalls dieser Justin Bieber Pulli Hoodie und den finde ich irgendwie schon so nice. Aber da habe ich wieder eben dasselbe Problem. Das ist eine XL, fällt auch sau klein aus. Und deshalb will ich den irgendwie auch weiter haben. So, und dann habe ich hier noch diesen mega geilen Miley Cyrus Hoodie. Also, den wollte ich irgendwie schon immer haben von ihrem eigenen Shop. Aber der ist mir da einfach viel zu teuer. Weil der hier hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Also mega günstig. Und er sieht jetzt vielleicht schon groß aus, weil es eine große Größe ist. Aber jetzt passt auf und haltet euch fest. Ich hätte den eigentlich lieber noch eine Nummer größer und das ist eine XXL. Also ja, fast so ein bisschen zu kurz für mich eigentlich, weil ich Hoodies wirklich gerne sehr lange und groß trage. Und ja, aber wie gesagt,
Der ist so saunice, also ich liebe diesen Pulli, ne? Und dann habe ich noch einen Miley Cyrus Pulli und den habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, und zwar diesen hier. Das ist wieder eine XXL, der ist glaube ich sogar so ein bisschen größer wie der andere, aber den finde ich auch sau nice. Und zum grünen Abschluss, weil wir gerade bei Miley und Justin sind, habe ich mir dieses Shirt hier geholt. Das ist auch sau nice. Da ist eben eine Gesichtshälfte von Justin oben und eine von Miley. Und das ist wieder eine XXL. Und das fällt eigentlich schon ziemlich geil aus, finde ich. Also, und das trage ich auch ziemlich gerne. Aber das ist so ein, wie nennt man diesen Stoff hier? Vielleicht sieht das hier ja jemand, was das für ein Stoff ist. Mich mit Stoffen nicht so auf. Dann wissen ja viele von euch, dass ich gerne bei Amazon einkaufe, und da habe ich mir diesen Hoodie hier gefunden, also diesen schwarzen Hoodie. Den finde ich auch ziemlich geil, vor allem weil die Ärmel, also die Ellenbogen, hier so frei sind. Das ist halt so ein bisschen so manchmal schwer beim Anziehen, und das verdreht sich auch leicht, wenn man den auszieht und so, und dann hat man so seine Probleme. Aber das kann man dem verzeihen. Das Einzige, was mich hier daran stört, ist dieser eklige Stoff hier. Also den finde ich wirklich nicht so nice, ne? Aber so im Großen und Ganzen finde ich den halt schon saugeil. Auf der Abbildung sah das eher aus wie so Kunstleder, ne? Und deshalb wäre das Kunstleder, wäre dieser Pulli sau nice. Und ja, aber ich finde den so trotzdem geil. Dann habe ich mir noch Schuhe für die Arbeit bestellt, denn ich trage ja, die meine Schuhsammlung gesehen haben, die wissen ja, dass ich meine Nike auch in der Arbeit trage, weil ich das zwar eben so gesagt habe. Deshalb dachte ich mir, gut, du kaufst jetzt einfach mal so Schuhe für die Arbeit, und die sind eben in diesem Air Max Style, sage ich mal. Ja, sind halt aber fake, und das tut es halt einfach für die Arbeit. Die haben jetzt 30 Euro gekostet. Sind aber wirklich sau bequem, muss ich sagen. Ich dachte zuerst so, oh, ich bekomme Rückenschmerzen. Ich hatte sogar in den ersten Tagen Rückenschmerzen. Aber das war halt einfach so, weil der Schuh einfach noch nicht so eingelaufen ist. Und jetzt habe ich die eben so ein paar Tage getragen, wie man vielleicht schwer erkennen kann. Ja, aber sind wirklich sehr bequeme Schuhe. Die Klamotten, die ich euch jetzt zeige, beziehungsweise zwei Stück, die habe ich sogar schon so ein bisschen länger, und ich habe damit auch schon Bilder gemacht, aber ich liebe diese Teile. Diese Jacke hier, die gab es bei H&M. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Jedenfalls habe ich die mir letztes Jahr sogar schon angesehen, weil die gab es letztes Jahr schon. Aber da hat die, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Hat mir meine Schwester die ausgeredet, so von wegen, die ist nicht schön. Dann dachte ich mir, ja gut, 30 Euro diese Jacke. Und dann habe ich sie irgendwie plötzlich doch nicht mehr so geil gefunden. Und dann dachte ich mir, ja gut, 30 Euro sind mir zu teuer. Dann war ich aber mit meiner Mom mal in Passau und bin zum H&M, und dann gab es diese Jacke hier für 7 fucking Euro, und da musste ich die einfach mitnehmen, also weil, hallo. Und dazu trage ich eigentlich, also zu dieser Jacke trage ich halt mega gerne dieses Hemd, was ebenfalls von H&M ist. Also ich bin zwar eigentlich nicht so der Hemdentyp, aber wie ich mir das gekauft habe, habe ich mich einfach wirklich voll so und flieg gefühlt, wenn ich das trage und so allgemein auch. Und jetzt nochmal festhalten, das hier hat einfach nur 3 Euro gekostet. Also, ja, was will man mit so einem Hemd für 3 Euro fast machen? Dann habe ich hier noch dieses Shirt hier. Das ist von Noxami, und mir ist das wirklich mega unangenehm. Die sind so saufreundlich immer zu mir und haben mir eben dann nochmal dieses Shirt hier zugeschickt, weil ich es unbedingt haben wollte. Das habe ich jetzt leider schon eine Weile, also ich glaube schon seit Ende Dezember, und habe einfach immer noch kein Bild damit gemacht. Sorry. Aber ich bin halt einfach so, ich habe jetzt zurzeit keine Kamera, wo ich den Bildschirm ausschwenken kann. Und also schon eine Weile nicht mehr. Und ich kann irgendwie nur Bilder machen, wenn ich eben diesen Bildschirm habe. Und deshalb habe ich irgendwie nicht Bock, Bilder zu machen. Und deshalb gibt es leider mit diesem Shirt noch kein Bild. Aber guckt unbedingt bei Noxami vorbei, den Link findet ihr in der Infobox. Checkt den ab, die haben wirklich mega geile Klamotten. Und ja, wie ich letztens in Berlin war, waren wir noch bei Zara. Und da habe ich mir hier diese weiße Jacke hier geholt. Den Preis weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Einerseits bereue ich diese Jacke, weil ich und Weiß sind nicht die geilsten Freunde. Und ja, aber die ist irgendwie so nice. Und ja. So, Freunde, das war's dann auch schon.
Wenn ihr Bock habt, dass ich mit diesen Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, mal ein Lookbook drehe, also wo ich dann die Sachen anhabe und die Sachen auch in Szene setze, dann gebt mir definitiv einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, was für ein Kleidungsstück ihr am geilsten fandet. Und ja, das war's dann auch schon. Hier verlinke ich euch noch zwei Videos. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Und meine Stiefmom hat heute auch wieder ein Video hochgeladen mit einer Komplettveränderung. Und hier oder hier könnt ihr mich noch gerne kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!